Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pandemonium 2. Heute am 14.03.2017 um 19.21 Uhr. Etwas früher als die letzte Aufnahme. Ich wollte eigentlich gestern aufgenommen haben, heute habt ihr nur ein Part von mir bekommen. Problem war nur, ich war gestern relativ lang in der Firma und war da noch mit dem Kollegen noch ein Bier trinken. Oder drei, besser gesagt. Und dann kam ich um 9 Uhr nach Hause und hab gedacht, nee, jetzt machst du nichts mehr. Gut, aber jetzt geht's weiter. Auch wieder ein recht live Part, ne? Also nicht mal 24 Stunden alt, diese Aufnahme jetzt, wenn der Part rauskommt. Ich gebe schon mal hier, unverschämt wie ich bin, einfach mal das Passwort ein. Was ist das? Was habe ich aufgeschrieben? Ich glaube, P. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben, ganz ehrlich, ne? E, jetzt kommt ein G. C. L, J, soll das, glaube ich, heißen. Scheiße. Aber ich habe mir das doch mal leserlich aufgeschrieben. I, J, so. Und... Oh mein Gott, scheiße, das letzte kann ich nicht lesen. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, DB. Sieht gut aus. Ja, es ist was passiert. Hervorragend. Ja, wir waren in der dritten Welt stehen geblieben, also im dritten Warp Room. Und zwar... Ich weiß nicht mehr... Ach, du, ja, Fabulous oder so hieß das ja, ne? Ja, Fantabulous, Entschuldigung. Ja, das war das Level, genau. Die letzten beiden Level waren schon ein bisschen umfangreicher und auch gar nicht so leicht. Also es ist auf jeden Fall etwas anspruchsvoller geworden. Es ist nicht, wo ich mir denke, heilige Scheiße, wie willst du das denn packen? Oh mein Gott, was ist das denn? Ambrosia. Nee, ist auf jeden Fall noch machbar gewesen. Aber war schon, gegenüber zu den Sachen, die ich davor gewohnt war, doch schon um einiges schwieriger. Ach du Heilige, da kommt ja was runter! Dich jetzt erst, raus! Okay, alles klar. So. Kann ich einfach drüber latschen, das ist gut, dass wir Darth Vader... Darth Motherfucking Vader, komm da, Motherfucker! So. Ich will gerade sagen, hab ich jetzt meinen Blitz verloren? Alter, was ist denn hier kaputt? Nehme ich auf? Ja, hervorragend. So. Kann ich da... Ah, die tun mir weh! Ich bin per Zufall den Sachen immer ausgewichen. Ich dachte, die wären im Hintergrund. Oh mein Gott, okay. Na gut. Gut zu wissen. Und ich habe meinen Blitz verloren. Shit. Schissel mal denken. Einfach durchrennen! Ran, Sackboy, ran! Spiel hier runter für die Vita. Bald kostenlos. Ist ganz cool. Macht Spaß. Immer jeden Morgen eine Runde. Neben meinem Handyspiel, was ich ja spiele. Castle Clash schon mittlerweile seit über einem Jahr. Der kann schon mal das Spiel. Oh mein Gott! Hallo Darth. Oh, der kann, glaube ich, 400. Okay, zwei aushalten. 400. Jo, alles klar. So, okay, muss ich einmal hier so. Einmal hier so ein bisschen balancieren. Und nun? Links oder rechts? Oh, das Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, das ging selber jetzt hier tricky. Ja, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht geschafft. Schade. Okay. Ah, okay. Hä? Achso, ich muss unten lang. Mein Fehler. Okay. Alles cool. Ich habe heute irgendwie echt, ich weiß nicht, ne? Also, ich glaube, ich werde alt. Ich habe nämlich echt Rücken. Also, erstmal wirklich Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Alles Schmerzen. Meine Hüfte tut weh, ne? Und dann habe ich gestern eigentlich nur Bier getrunken. heute Morgen noch Sport. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht, ne? Einfach so. Ohne Wecker oder sonst irgendwas. War schon etwas... Och, du Heilige. War schon etwas irritierend, auf jeden Fall. Weil 5 Uhr ist schon sehr früh. Das ist auch eigentlich vor meiner Zeit. Welche Woche immer so um... Was zum... Was? Was? Gä? Scheiße. Wo zum Teufel bin ich? Okay. Ja, welche Woche immer so um 6 Uhr aufstehe, ist das für mich relativ normal eigentlich. Das passiert mir schon öfters. Und da habe ich schon die Leute für bekloppt. Zu Recht wahrscheinlich auch. Aber ich finde es cool, weil da habe ich echt viel vom Tag. Schaffe ich viel und so. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ah, keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, aber es ist was passiert, das ist gut. Oh, mein Schlüssel. Also wenn ich unter der Woche, wenn ich arbeiten muss, also wirklich um 5 Uhr aufwache, ich meine, ist cool, da kann ich nämlich morgens Sport machen. Uiuiui, oh, ein Leben. Meins, dankeschön. 20 Leben haben wir schon, heiliger Bimba. Ja, die ignoriere ich jetzt einfach konsequent. Dann müssen wir mal da lang. Aber ich habe gedacht, vielleicht hilft mir das Sport auf jeden Fall so ein bisschen gegen die Schmerzen, die ich noch habe, aber ne. Ich meine, es ist auch nicht schlimmer geworden, es ist einfach noch da. Und das nervt, echt. Ist das ein Knüppel? Sieht aus wie so ein Amiga-Joystick, ne? Schön Competition Pro. Ui, ich habe es doch gesehen. Ja, und ich habe auch reagiert, wie eine Katze. So, und noch ein Schlüsselschalter. Ein Schlüsseltransfersystem. Pam, 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 pam. Wie komme ich denn da? Okay, alles klar. Ich hab's mir gedrückt. Noch ein Leben, ey. Was ist da? Nichts ist da. Du brauchst was für den Kopf. Hervorragend. Nein. Nein.
Ich weiß jetzt leider auch nicht, was passiert ist. Scheiße. Verdammt. Ach komm, ich gehe einfach jetzt mal hier lang. Nein. Nein. Tot. Ist das schlecht. Ah, klar, ganz unten. Du Sack gerade. Ich glaub's nicht. So ein Shit. Nur weil ich zu uncool bin. Boing. So, komm. Machen wir normal einfach. Ging ja recht fix eigentlich. Aber zumindest ist mein Gefühl, was ich hatte. Ah, warte mal. Die Schalter sind, glaube ich, noch sogar. Okay, gut. Dann sollten wir vielleicht nicht hinspringen. Habe ich begriffen. Ja, okay. Weil ist ja eigentlich nicht so viel, wenn man nicht den ganzen Scheiß einsammeln möchte. Das habe ich ja jetzt wirklich schon abgelegt, das Einsammeln der Sachen. Weil es bringt einfach nichts. Es kostet nur Zeit und auf den Bonuslevel kann ich auch verzichten, weil ich habe genug Leben. Meiner Meinung nach. Gut, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass es heute die letzte Aufnahme wird für dieses Spiel. Weil es kommt wirklich nicht mehr viel. Ich weiß auch nicht, in welchem Level wir sind. Da dürft ihr das... Level kurz rechnen. Ich glaube, ich schätze mal so ein 13. oder so sein. Ich glaube, es gibt nur 16. 16, genau. Das heißt, es kommt wirklich nicht mehr viel und ich gehe davon aus, dass ich das heute schaffen werde. Ui. Was ich ein bisschen schade finde. Das Spiel ist echt cool. Aber es wird kaum geguckt, ne? Also, das ist schon zweistellige Zuschauerzahlen. Das ist für mich immer so ein Zeichen. Gut, das Projekt ist nicht so beliebt, wie ich mir das gerne wünschen würde. Umso ja, trauriger ist es dann wirklich, wenn das so. Wenn das halt wirklich eigentlich so ein cooles Spiel ist. Weil es hat ja schon geile Ideen. Auf jeden Fall. Hui. Weil bei so einem Final Fantasy kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass irgendwann nach Part 80 oder von mir auch schon 40 die Leute keinen Bock mehr haben und sich denken, boah, fuck, ey, da passiert ja gar nichts. Also gerade so ein Final Fantasy 1, wo wirklich nicht viel passiert ist. Absolut nachvollziehbar. Aber das ist ja jetzt ein Plattformer. Ja, also. Oh mein Gott. Denke ich mir schon, das ist doch eigentlich das, was ihr sehen wollt. Ist zwar jetzt nicht unbedingt einer der bekanntesten, auch einer, der auf jeden Fall in Vergessenheit geraten ist. Kann man nicht anders sagen, aber. Ui! Was gut? Ich muss hier gar nicht lang. Was ist das denn für ein Kack? Nee. Also einer auf jeden Fall, der in Vergessenheit geraten ist, aber trotzdem ziemlich gut, meiner Meinung nach. Also. Schön schnell. Gibt es aber jetzt nicht viele optionale Sachen, die man hier machen kann, abgesehen von den Einsammelgezumpel. Ah gut, das ist ja schon mal ein Ansporn, das zu machen. Mir persönlich, muss ich sagen, hat so von der ganzen Aufmachung her der erste Teil auch ein bisschen besser gefallen. Aber... Ah, okay, ich bin hier sogar richtig. Aber gut, das war halt auch einfach der erste Teil, ne? Don't press button! Ah, das ist ja lustig. Was passiert denn jetzt? Selbstzerstörung aktiviert, oder was? Einige Das sieht auf jeden Fall dann noch aus. Ich glaube, der Propeller kommt noch oben. Das ist natürlich mega kacke. Ja, wo muss ich denn hin? Ja, du bist ja lustig. Du bist echt lustig, Spiel. Echt. Weißt du, wie soll ich das denn sehen? Dude! Lass mich bitte dann da oben bei Don't Press the Button. Du bist so ein Arschspiel, ne? Mann! Ja, das ist sowas, finde ich kacke. Weißt du, wenn die Kameraperspektive dich dazu zwingt, den Sprung nicht zu schaffen. Ist doch nicht nett, sowas hier. Ja, ja. Ah, falsch! Aber ich habe noch eine Münze gesammelt, immerhin. Ja, ich werde leichtsinnig, ich weiß. Ich werde schon wieder ungeduldig, das ist nicht gut. Nichts gut. Ich gehe da jetzt auch nicht hoch, das ist mir zu doof. So, das war immer noch schlecht. Begreife ich aber auch nicht. So, jetzt muss ich nach rechts. So, guck. Eigentlich, ups, voll durch den Propeller gesprungen. Ich bin heute auch eigentlich relativ früh wieder rausgekommen. Ich wollte auch schon wieder Bier trinken, ja. Denn ich bin ein Alkoholiker, wenn ich viel Bier trinke. Nee, ich trinke eins zum Feierabend. Gut, manchmal auch drei oder vier. Aber ich kann das ja auch ohne. Also am Wochenende trinke ich ja gar nichts, ne? Also macht euch da mal keine Sorgen. Wenn ich eins habe, wenn ich eins bin, dann ist es nicht suchtabhängig oder suchtgefährdet. Gut, abgesehen vom Rauchen, vom Kaffee und vom Heroin, aber mein Gott. Aber kein Alkohol! Erstmal wieder so ein paar Gerüchte gestreut, ne? Dennis, der alte Fixer. Oh, mach das Ding da fertig. Hui! Also, kann ich auch wirklich niemals machen, ey. Nee. Ich hatte glücklicherweise auch noch nie die Möglichkeit bekommen, in irgendeiner Form chemische Drogen zu konsumieren. Also, ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie in diesem Milieu war oder sonst irgendwas. Aber ich hätte da auch gar kein Interesse. Ich hätte es auf keinen Fall gemacht, mir irgendeine Scheiße da einzuwerfen oder so ein Kack. Ne, lass mal. Hui! So, okay. Hui!
Oh. Aha, okay, es ist noch irgendwie aktiviert offenbar. Cool. Gefällt mir. Oder? Komm ich da hin? Heia! Ach so. Heia! So, gehen wir jetzt mal nochmal nach rechts. Aha, aha. So, einmal hier schön den hier machen. Es ist auf jeden Fall kein weiter Abstand. Und muss mir auf jeden Fall merken, ich sollte eigentlich mit einem normalen Sprung, denke ich mal, drüber kommen. Das heißt, braucht man hier keinen Stress zu machen. Fuck, wo war der? Was soll der? Wo war der nochmal? Ah, hier war der. Zack. Zack. Okay. Mit einem normalen Sprung reicht's aus. Don't push press button. Button. Ich muss nur noch auf. Ja, ich hab's doch schon gesehen. Ich kann's auch nicht wegdrücken. Und dieses Rote macht jetzt die Sache nicht unbedingt besser. Ich werde mal kurz checken, ob ich wirklich einen Game Sound habe. Hoch da. Durch. Hey. Das war's. Komm, weg. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Holy shit. Ich muss hier was tun. Oh mein Gott. Ja, das muss man mir auch sagen. Hör mal. Ich dachte, das wäre eine Sequenz. Gut, ich muss den Stromscheiß da ausweichen. Ist in Ordnung. Ja, geht auch klar auf jeden Fall. Bisher. Ich mag das Geräusch. Ja, ich bin ein Roboter. Ach cool, das war's nämlich schon. Also war jetzt schon. Hab auch lange genug gebraucht hier. Fuck, jetzt sehe ich leider nicht, ob ich... Ja, ich habe Gamesound. Super, okay. Wunderbar. Nächstes Level. Mr. Schneobelen? Was? Schneubelen? Schneobelen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall Roboter offensichtlich. Komm, jetzt schon... Das war doch jetzt, ist ja erst das vierte Level, oder? Also müsste jetzt ja eigentlich... Oh, Scheiße, was passiert? Ich hab Angst. Was geschieht? Ich hab keine Ahnung. Was ist hier los? Ah, cool. Okay, das ist ja mal richtig fett. Ah, okay, wenn man nach hinten zeigt, dann kann man auch nach oben ziehen. Das ist ja, das ist echt eine richtig geile Idee, ne? Kann man nicht anders sagen. Das heißt, ich kann dann so ein bisschen anwinkeln. Ich kann auch nach oben gehen und so. Was hab ich denn hier für ein Gefährt? God save the Queen stand da drauf. Alter. Das ist ja mal was. Ich bin da irgendwie drin. Schieß was auf mich. Ich hab dich getroffen. Komm, hör auf da. Okay, ich glaube, ich muss dann so ein bisschen anwinkeln. Aha, nicht getroffen. Ja, auch da, den habe ich nicht getroffen. Das ist jetzt so ein bisschen auch... Jawohl, du Schweinebagge. Bisschen Donkey Kong-Style, ne? Ja, okay, der Winkel ist schon mal ganz gut, wie ich den jetzt hier gerade habe. Ich mag das Geräusch. Das ist ein Geräusch, was ich bei Zeichentrickfilmen früher nie mochte. Das ist so dieses 80er-Jahre-Cartoon-Geräusch Mr. T. Der hatte früher ein Cartoon. In der Cartoonagenfabrik. Nein, aber Atomkraftwerk, meine ich natürlich. Komm. Komm. Ja, ja, ja. Ja, erwischt. Zrack. Zrack. Ja, okay, das geht auf jeden Fall. Wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. So, zack. Du kannst aber... Oh mein Gott, was geschieht? Ich gehe weg. Kann ich springen? Nee, ne? Wer, was, du bist ja lustig. Was soll ich denn jetzt machen? Aha. Hä? Oh, ich wollte gerade sagen, das würde nämlich keinen Sinn machen. Ah, okay. Alles klar. Er möge bitte auf mich schießen. Aha. Ja gut, dann ausweichen, wenn er bei mir ist, ist auf jeden Fall kein Thema. Okay, nochmal erwischt. Das ist gut. Ich habe jetzt schon zwei Treffer. Ah, shit. Nicht erwischt. Ich bin immer erwischt. KG. Komm. Stirb! Geh kaputt!
Oder muss ich den eigentlich irgendwie beschützen hier, meinen Panzer oder so? Weil hier kann jetzt eigentlich nicht viel passieren, denke ich mal, wenn ich jetzt hier den Krami mache. Ja, komm. Hör mal, ich hab Shadow Warrior auf Platin gezockt. Ja, was willst du eigentlich jetzt von mir? Lustiger 32-Bit-Roboter mit Kanonenkugelhand. Und brennendem Rücken. Also eine richtig schön typische PlayStation 1-Mucke, ne? Wie so ein... Oh mein Gott, was ist los? Hä? Ne, der hat mich kaputt gemacht! Oder was? Ne! Ist nicht dein Ernst! Wie hat der das denn geschafft? Ich muss die Kugel, glaube ich, tatsächlich abwehren. Kann das sein? Ich habe gar keine andere Wahl, als das zu tun. Das ist ja mal richtig kacke. Ja gut. Habe ich begriffen. War ich mit meiner Vermutung also noch gar nicht so weit entfernt. Ja gut. Ist halt so, ne? Was soll ich machen? Was kostet die Welt? Ja, okay, das ist gar nicht so einfach zu zielen und die Sachen abzuwehren. Klar, das ist natürlich schon ein bisschen tricky.